Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Sauerlach. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Das ist der Vereins und der Charlie, liebe Zuschauer. Wir sind bei den Bogenschützen. Der gehört, wem gehört er? Dir da hinten gehört er. So ein kleines Tier, wa? Finden wir den da nur, oder? Schon? Ja. So, bei den Bogenschützen sind wir. Waren wir schon mal. Aber es hat sich nichts geändert. Ihr seht genauso jung und klug aus wie vorher. So wie du auch. Bertrand, danke. So schaut's aus. Das ist die Susanne, gell? Das ist, wer ist denn jetzt eigentlich die Chefin dann mir? Oder der Chef? Chefin. Mir bleibt nichts anderes. Ich finde es so interessant, dass eine Frau die Chefin da ist. Das hat sich sonst keiner erboten. Das ist immer so, dass dann irgendeiner den Job machen mag, gell? Genau. Hast du alle im Griff? Mehr oder weniger. Naja, privat will ich es nicht wissen, aber ich sage jetzt mal, den Bogenschützen an sich ist ja doch ein bisschen ein Verein, wo ein paar dabei sind, ne? Ja, wir sind momentan sind wir 165 Mitglieder, davon 30 Kids und Jugendliche und der Rest Erwachsene. Und ihr habt die Jugendlichen alle mit reingebracht oder sind die von selber gekommen? Wie ist denn das so mit der Jugendarbeit? Hervorragend. Ja? Ja. Kommt ihr selber aus Interesse? Habt ihr mal so Tag der offenen Tür und sagt, kommt's vorbei? Oder habt ihr normales Training einmal was vorbeischnuppern dürfen? Also wir haben einmal in der Woche Jugendtraining, das ist immer mittwochs. Das ist aber nur für unsere jugendlichen Mitglieder. Mhm. Und wir machen regelmäßig von Mai bis September alle 14 Tage Schnupperschießen für jedermann. Und da kommen eigentlich die meisten. Und da bleiben sie hängen, gell? Und da bleiben sie hängen, definitiv. Ja. Und dann natürlich, was noch dazu kommt, wenn einer hier jetzt anfängt oder eine, und dann ihre Schulkameradinnen erzählt oder ihre Freundinnen erzählt. Und das zeigt natürlich dann erst recht wieder Kreise. Und dann kommen die halt auch mal mit und schauen sie das an. Und wenn es einer gefällt. Und ja, und das war's dann. Was ich entdecke auf dem Platz, viele Damen. Das freut mich. Gell? Wie viele Damen habt ihr? Oh, das war's jetzt zahlenmäßig gar nicht. Leider sind wir immer noch hoffnungslos. Das freut dich auch, Bertrand, oder? Frau Lee freut das an Bertrand. Aber das immer noch wenig Damen, aber es wird. Es wird. Also ja, ich denke mal so. Was werden wir denn haben? So um die 20 rum, ne? Aber das reicht ja, Bertrand. 20. Für mich schon. Für die langt. Das kann da fast zu viel sein, gell? Und dann noch Susanne. Nein. Du hast vorher von Jung geschwätzt, also passt so. Bertrand, der Chef und der Meister. Was haben wir nur ein paar Titel abgeräumt die letzten Jahre irgendwie? Nein, nix mehr. Gar nichts mehr. Ruhestand jetzt. Nichts mehr. Also der Bertrand nicht, aber die Anja. Wo ist sie? Anja? Wo ist die Anja? Wo ist denn Anja? Die Anja steht vermutlich an der Schießlinie. Was hat Anja gerissen? Irgendwas. Da ist jetzt der Mann, der Stefan, unser nächster Jugendtrainer. Da gehen wir doch mal zum Jugendtrainer. Stefan! Ja. Stefan, servus. Habe dir. Deine Anja, hast du trainiert oder was? Oder was hast du gemacht mit der Anja? Auch, ja. Ja? Was hat sie denn geschafft, die Anja? Die hat jetzt muss ich direkt überlegen, sie hat ja. Beim Bogensportverband ist sie bayerische Meisterin und sie ist, ja, glaube ich, dritte bayerische Meisterin jetzt beim Schützenbund. Hat sich auch für die deutsche Meisterschaft Halle qualifiziert gehabt, jetzt heuer, und ist dort bis ins Achtelfinale gekommen. Und was ist bei dir so? Ja, ich trainiere lieber die anderen. Und die Jugend. Und die Jugend, genau. Erkennt man eigentlich sofort jemand, wenn das Talent schon vorhanden ist? Also sieht man das schon bei den ersten Stunden so, ja, das ist ein Kerl oder das ist ein Mädel, die kann das, die hat ein Gefühl dafür. Man sieht schon, wenn sich einer leichter tut, das Bogenschießen zu erlernen und ob einer vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat damit. Das wirst du bei mir erkennen, wenn ich den Bogen schon in die Hand nehme, rein koordinativ. Der Bertrand weiß das, hat das schon mal bei mir versucht. Es ist nicht besser geworden. Jetzt gehe ich mal den Damen entgegen. Ist da jetzt die Anja dabei? Ja. Anja! Du Wahnsinnsweib! Sag einmal, dein Mann hat mir gerade gesagt, er trainiert dich. Und hat dich dahin gebracht, wo du bist. Nein, Schmarren beiseite. Sag einmal, du noch mal deine Titel. Der Mann war sich jetzt immer ganz sicher, weil es so viele waren die letzten Jahre. Also so viele waren es nicht. Ja, sind nicht so bescheiden. Ha? Vielleicht zwei bayerische Meistertitel in der Halle. Wie kam es bei dir, dass du das Bogenschießen oder ja, das gefunden hast für dich? Eigentlich haben wir nur die Kinder begleitet, die waren zum Schnupperschießen hier. Ja. Ja, und dann war das Problem gewesen, dass es uns fast noch besser gefallen hat wie den Kindern. Und die Kinder jetzt gar nicht, aber du? Doch, die kommen schon ab und zu. So wie sie gerade Lust haben. Was glaubst du, ist dein größtes Talent, damit du das so abräumst und dass du da so dich so durchbeißt?
dass ich relativ gut vielleicht abschalten kann. Konzentration voraus. Ja. Ja. Und was braucht man noch? Ja, Training und ja, ein bisschen Ehrgeiz, würde ich sagen. Mhm. Aber ansonsten, also es macht einfach Spaß. Und ein gutes Kreuz? Auch, ja. Ein bisschen Kondition ist es auch schon. Das habe ich schon durchaus manchmal erfahren, dass es auch konditionell auch daran geht, wenn man merkt, dass man nichts hat. Ja. Richtig, ja. Bei mir zumindest. Ich gehe mal auf den Platz und würde mich Richtung Bogen begeben. Gell? Gehst du mit, Anja? Ja, gehe ich mit. Freilich, ja. Geh mal mit, Anja. Das ist übrigens welcher Bogen? Was, wie nennt man das? Compound-Bogen. Compound. Material? Oder? Da musst du meinen Trainer fragen. Komm mal her, Trainer. Komm mal her. Lass mal das Arbeitsgerät erklären, ja, damit wir auch wissen, auf was wir uns einlassen. Ich habe jetzt gedacht, das ist halt Holz. Was haben wir für Material? Das Mittelstück ist ein gefrästes Alu. Mhm. Das wird im Endeffekt in der Regel aus einem Stück gefräst. Das sind jetzt hier zwei Stücke eigentlich. Die sind hier miteinander verbunden. Und die Wurfarme sind in der Regel bei den modernen Compoundbögen aus Carbon. Ab und zu ist es noch mit Holzeinarbeitung, aber das sind in der Regel alles Carbonarbeiten. Ist der schwer? Darf ich mal? Ja. Ah ja, da, oh, der hat aber schon Gewicht. Ich habe gedacht, der ist vielleicht... Das, Susanne, ja, der ist schon schwer. Okay, gut. Also wenn man es gewohnt ist, ist er nicht so schwer. Ja klar, logisch, klar. Wer so wie du das natürlich, dann ist, merkt man es wahrscheinlich gar nicht mehr. Nein. Nein. Dann geht es. Gehen wir auf den Platz hier mal. Engelberger ist ein ganz gutes Beispiel für das, was für Vereine wirklich am allerbesten ist. Da ist die komplette Familie im Verein. Mhm. Die haben noch zwei Töchter, die beide auch sehr intensiv schießen und auch sehr erfolgreich schießen. Und das ist das, was für uns immer so das Wunschziel ist, dass wir nach Möglichkeit Teile einer Familie oder ganze Familien als Vereinsmitglieder gewinnen können. Verwandtschaftskreise. Sozusagen, ja, weil dann halt einfach auch, da schaukelt man sie gegenseitig hoch. Da geht Ehrgeiz. Ein bisschen was. Genau. Ja. Ich versuche gerade meinen Ehrgeiz zu finden. Dann gehen wir mal da Richtung hin. Ja? Besuchen wir mal die anderen noch. Bis gleich. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Sauerlach. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Und das ist die Zukunft des Definitiv. Bogensports hier natürlich in Sauerlach. Mei, das sind ja nur klar, oder? Das Jung! Ist toll. Darf ich mal fragen, wie heißt du? Robin. Robin, wie alt bist du? 10. Und wie alt bist du? 18. Und du heißt? Luisa. Und du bist da? Marcello. Und wie alt bist du? 10. Und wie lange macht ihr das schon? So ungefähr ein Vierteljahr, halbes Jahr so. So ungefähr. Und du auch? Halbes Jahr. Also. Und du auch? Viertel. Und? Da wischen wir was, die Mitte. Monat. Aha. Also Vierteljahr ist jetzt eigentlich übertrieben. Er ist seit 6 Wochen bei uns. Und was sagst du, Robin? Macht Spaß. Wo triffst du denn schon so hin? Ach, also ich würde ja nicht einmal dahin treffen, wo man hinschießen muss, aber du schon, oder? Ach ja, in die Nähe schon. In die Nähe, das wäre auch mein Ziel. In die Nähe, ja. Schauen wir mal da noch ein bisschen rüber, da sind ja auch noch ein paar. Meine Damen, grüß Gott. München TV ist da, servus. Haben wir die Pfeile gezogen? Ja. Wo waren die Pfeile, da wo sie hin sollten oder ins Nichts? Fast Nirvana. Wie lange machst du das schon? 6 Jahre. Dein Name? Hilli. Hilli? Mhm. Hilli, 6 Jahre. Ja. Und irgendwie ein Ziel oder sagst du, nein, das macht nur Spaß und konditionell und das ist super für den Schädel? So ist es. Wirklich? Ja. Wie hast du das entdeckt? Wir sind hier dauernd vorbeigefahren, nur öfter mal und haben gesehen, oh, Bogenschießen, das möchte ich auch mal machen. Aha. Haben im Internet nachgeschaut und haben gesehen, oh, da gibt es ja Schnupperschießen und so sind wir angefangen hier mal. Susanne, das ist ja super, da fährt man einfach vorbei und bleibt stehen und fängt an, oder? Und gewinnt eine Erwachsenentrainerin. Erwartet, ach, das schau her. Da haben wir die Expertin. Das, diese Bescheidenheit, ihr verirrt mich immer ein bisschen. Gell? Schon irgendwelche Titel abgeräumt? Na, das eigentlich nicht. Aber kann man sagen, Vereins- und Gaumeisterin in meiner Altersklasse. Aber jetzt muss ich mal sagen, Erwachsenentraining, das ist schon, also man hat erwachsene Menschen. Ja. Ja, das sind ja gemachte Personen. Richtig? Dann wird ihnen Konzentration, Ruhe und absolutes Körperbeherrschung abverlangt. Ist das immer so einfach? Hört man auf dich? Oder sind auch manche zu einem Bumpers dabei? Alles gemischt. Die Geduld lässt danach, oder? Es ist alles dabei, es ist alles dabei. Welche, die total motiviert sind, einige Scherzkekse, gibt es überall. Aha. Die Herrschaften hast du auch schon unter deine Fittiche genommen? So ist es, das ja, sind ich, meine Schüler. Wirklich? Hallo Schüler! Hallo Schüler, ich will nicht rein in dem Fall.
Achtung, Achtung, da gehe ich mal darüber. So, da ist höchste Konzentration. Die stehen aber ziemlich nah beieinander, wenn ich das mal so sagen darf. Die Pfeile Instinkt. Der war nicht so schlecht. Nicht ganz. Wo sollte er denn hin oder ist das jetzt bloß mal so einschießen? Na, ein bisschen so. So ein bisschen einschießen. Ja, ja. Der Name? Bernhard. Bernhard, servus, du bist. Du wirst halt trainiert, gell? Nein. Nicht mehr? Ich bin selber Trainer. Sauber, was sagst du dir dann so, was du dann so selber für dich trainierst? Mhm. Reiß die zusammen, Bernhard. Aber wie? Mhm. Dann probier's jetzt ich auch mal. Wer würde denn bei mir mal so versuchen? Bertram? Bertram? Frau Schieder ruft. Bertram, was soll ich denn hinkommen? Ach, gib mir doch einen kleinen. Gib mir doch einen ganz kleinen, Bertram. Hm? Was ist los? Ein kleiner, das ist schon so ein großer. Bist du wahnsinnig? Den habe ich extra für dich hergerichtet. Schaut schön aus. Schön schaut er aus, das muss man sagen. Der trifft auch von allein. Wirklich? Das ist super, dann legen wir ihn bloß auf. Muss man ihn wieder anziehen? Was muss ich denn machen? Du kannst doch mal probieren, ob du ihn überhaupt erzeugst. Jetzt halt du wieder. So, ach, was soll ich denn? So ist es, genau. So, linke Hand, anders, linke Hand. Die da, so. Ja, und jetzt ja der geht. Der geht, oder? Ja. Gut, oder? Ja, den kann ich halten. Und dann, wenn wir doch, warte mal, so wieder. Geleg mich jetzt von der Orientierung her, wollen wir wieder hier lang. Jetzt nimmst du mal alle Finger, die du hast. Ja. Alle. Ja. Und mach die Finger zu. Ja. So. Ja. Jetzt schlägst du deinen Arm aus. Ja. Und jetzt probierst du, ob du das Ding ziehen kannst. Nein, kann ich nicht. Bist du kannst wahnsinnig? Du nicht. Warum, weil es nicht offen ist? Ja, die Sperre ist heraus. Und das schon soll ich ziehen? Du konntest. Du bist doch wahnsinnig, oder? Einmal hinstellen, so. Ho. Vergiss es. Warum ist denn der so scharf, so streng? Ich weiß auch nicht. Mario, ich kann dich trösten. Vielleicht. Der veräppelt mich doch, oder? Nein, das tat ich mir ja gar nicht dran. Warum geht denn das nicht? Schau her, das geht so. Ganz einfach. Ach so, weißt du, das ist doch recht. Halt mit dem Handgelenk. Scheiben, ja. Noch zieht man. Ja. Ja. Darf man das so machen, oder was? So, solltest du das machen. Mhm. Gut, nehmen wir. Also. Ich weiß, ob es geht. So, jetzt gehst hoch mit deinem Bogen, immer schön Richtung Scheibe. Bogenarm ausstrecken. Das ist der, wo den Bogen festhält. Ja. Und jetzt zirkst hier sauber unter dein Kinn rein. Mit dem da unten rein, bis die Sehne an die Nasenspitze kommt. Genau, und jetzt schaust du durchs Visier und wenn du was Farbiges von hast, dann idealerweise das Gold, dann lass los. Auf Zeiten. Lass los. Genau, wunderbar, passt es ja schon ganz bunt, gut. Es war bunt, es war grün, es war die Wiese. Du, eine Graszehn ist immer noch was, was nicht jeder kann. Susanne, du motivierst mich so dermaßen. Schon, gell? So, ich habe ja schon das Rote muss hier her. Genau, die Leitfeder, die rote Feder muss nach außen und dann tust du das zwischen den zwei Dinger da. Die zwei Lockpunkte ein. Da sind wir, genau. Klicken, das hört man auch sehr deutlich. What? Entweder zieht das du oder ich. Ich finde es. So, und jetzt streckst deinen Bogenarm wieder aus. Ja. Genau. Gehst hoch, Ellbogen auch ein bisschen höher. Und jetzt ziehst wieder sauber unter dein Kinn rein. Mit dem da und das Kinn. Bis die Sehne an die Nasenspitze kommt. Zieh nur nach hinten da. Genau. Ja, ich bin. So, und wenn du durch das Visier vorne jetzt wieder das Farbige siehst, lass los. Hauen aus. Genau. Ja, weiß. Super. Liebe Zuschauer, vorbeikommen. Sauerlach. Susanne hat Geduld. Sehr viel Geduld. Das braucht man als Jugendtrainerin auch. Vor allen Dingen, ich für jedes Mal, wenn ich es probiere, schnaffe ich mich zum Ochsen. Was? Ist ja doch. Das ist, weil es heute so schwül ist. Wir probieren ein bisschen rum. Bogenschützen Sauerlach, liebe Zuschauer, schauen Sie vorbei und melden Sie sich bei der Susanne. Das ist die Dame, die es Ihnen lernt. Oder der Bertram. Bertram hat auch Geduld, gell? Ja, wir haben einige Trainer hier, die sehr geduldig mit unseren neuen Mitgliedern umgehen. Genau, wunderbar. Was machen wir noch? Ja, Bogenarm ausstrecken. Genau, kleiner Finger und Daumen aufräumen. Die brauchst du nicht. Genau, so ist es. Richtig, so, gerade hinstellen. Ellbogen ein bisschen her. So, dann tust du leichter mit dem Zirn und das Kinn. Und das Kinn, bis die Sehne an die Nase kommt. Genau. Und dann zielen und weg damit. Super! Jetzt bist du gleich hoch. Da schon her. Überflieger. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Sauerlach. Wechseln auch Sie.